Hallo, herzlich willkommen zurück hier bei Thimbleweed Park. So. Wir nähern uns dem Finale, glaube ich. Jetzt muss ich allerdings erstmal mich nochmal neu orientieren. Ich war jetzt leider ein paar Tage krank, deswegen kommt diese Folge auch mit etwas Verspätung raus. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie ging es denn jetzt nochmal weiter? Ach nee, wir hatten ja gar nicht... Ja, genau. Nee, wir brauchten gar nicht den Schlüssel. Den Schlüssel hatten wir ja schon, genau. Wir waren jetzt ja dabei, in die Fabrik einzudringen. Hier, genau. Bis hier sind wir sogar schon gekommen. Und das Einzige, was jetzt noch fehlte, war eine Batterie. Hast du die? Ja, du hast die Autobatterie dabei. Und genau, mit der Uhr seines Vaters werden wir dann... Was? So. Werden wir dann jetzt hoffentlich gleich reinkommen. Ich glaube, ich habe jetzt hier die anderen drei. Ja, das ist auch schon grün. 12.20 Uhr. Das waren dann 5-Minuten-Schritte, glaube ich, ne? Also 12.25 Uhr müssen wir dann jetzt gleich hier einschalten. Na? Da. Schauen wir mal. Aha, das hat funktioniert. Und tschüss. So, welcher Taster war das jetzt? Der hier hoffentlich. Ja, perfekt. Okay. Ich finde, die Ehre gebührt ihr. Als eigentliche Erben. Und jetzt bin ich gespannt. The doors moved a little, but stopped. They must be stuck. It opened just a little more. Ah, okay. Okay, cool. Das heißt, wir müssen das Ganze wohl mit vereinten Kräften hier erledigen. Schön, das hatte ich auch vergessen. It opened just a little more. Oh, er kommt ganz schön in Schwitzen hier. So, wir brauchen noch weitere... Ja. Wir brauchen noch weitere Hilfe. Na komm schon. Ach, die Wege sind hier aber auch lang. So. Los, ja, fass mit an, genau. I think someone could squeeze through now. Ach echt? Und er darf jetzt hier da durchschlüpfen? Na gut. Ransom. Mit deinem Ballon. Und den quietschenden Schuhen. So, kommst du da jetzt rein? Someone can squeeze through the opening now, but it's not gonna be me. Way, I'm the first one through that door. Okay, du vielleicht, lass mal los. Reset. Whoops. Damn. Okay. Dann anders, wenn du es nicht sein willst. It moved. Dann muss doch Dolores die Erste sein. Nehmen mal an, sie ist da die Jüngste und macht das dann einfach. Wie schön hier seine Gummiarme. Oh Mann, ja, mit vereinten Kräften. I think I can squeeze through the opening now. Okay. Holy. Oh, you said it, Cloud. This can't be. It's not possible. What have you done, Uncle Chuck? Teil 7. Der Wahnsinn.
Okay. Those look like bouncing wings. Ja, shut super. Up, Ransom. Huh. Was ist denn das? Eine riesen Turbine? Hm. Okay. Das sieht auch spannend aus hier, die Animation. Das wäre in den 80ern so noch nicht gegangen. Oh Mann. Was ist denn das? Okay. I can't go out there. Those SRO-1 robots would kill me. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. SR-01, okay. Schaltpult. Warning, SR-01 robots in patrol mode. Danger, danger. SR, warning, SR-01 robots in patrol mode. Danger, danger. Warning, SR-0, danger. Warning, SR-01 robots in patrol mode. Okay, ich glaube... That jumper board is for an SR-01 robot security system. I'll need to find a manual to reprogram the robots without killing us all. SR-01. Ah, es ist schon wieder zu lange her. Aber über den Namen sind wir doch schon mal gestolpert, SR-01. Ich kann mich nicht erinnern, wo... Aber ich würde jetzt erstmal hier gucken. This is Uncle Chuck's Indextron 3000. I see there is a manual on the SR-01 security system. It's in section 2.1. 2.1, dann müssen wir da hoch. Ach, wie schön das alles hier gemacht ist. Ich kann mich hier gar nicht satt sehen an der Menschen vor allem. So. Building a chef. Computing tomorrow. How to program a droid. What to do in case of droid rebellion. Nee, ich glaube nicht. Da. Programmierung der SR-01 von Chuck Edmund. Der SR-01-Sicherheitsroboter ist der aggressivste und sicherste Roboter für Wachdienste. Er kann dank der Pilotron-Röhre von einfachen Räumen bis hin zu kompletten Fabrikgebäuden eingesetzt werden. Fortgeschrittene Radarscans in vier Richtungen geben ihm komplette Übersicht über die Umgebung. Der SR-01 wurde reprogrammiert, um die drei Gesetze der Robotik zu ignorieren und ist daher extrem gefährlich. Oha. Oha, warte, die drei Gesetze der Robotik, kriege ich die zusammen? Das war doch zum einen... Höre auf den Menschen, verletze keinen Menschen. Achso, und zerstör dich nicht, genau, zerstör dich nicht selber. Es sei denn, es befiehlt dir ein Mensch. Und, genau, also irgendwie, das waren noch diese drei, ne? Also er soll sich nicht selber zerstören, er soll keinen Menschen angreifen. Und das dritte, was ich gerade gesagt habe, habe ich schon wieder vergessen. Was habe ich denn heute für eine Aufmerksamkeitsspanne? Achso, gehorche. Genau, verletze keinen Menschen, gehorche aber einen Menschen und mach dich selber nicht kaputt. So. Genau. Ja, ich glaube, das sind die. Und das ist natürlich schlecht. So. Ja, weiter geht's. Es ist angeraten, einen kompletten Kurs zum SR-01 zu besuchen, bevor Wartungen durchgeführt werden. Die leicht zu erreichende Fernschalttafel kann genutzt werden, um den Wachmodus einzustellen. Die Modi reichen von passiver Überwachung über Abschreckung bis zu Suchen und Töten. Alle 2 bis 3 Wochen sollten die Roboter in den Wartungsmodus versetzt werden, in dem der rote Jumper auf D56, der grüne auf E34 und der blaue auf B12 gesteckt wird. Das darf nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen. Durch das Lesen dieses Handbuchs verzichten sie auf jeden Rechts- und Schadensersatzanspruch. Sehr schön. So, habe ich hier noch irgendwo einen Spickzettel? Ja, Moment. Also, der rote... Jetzt schreibt man Stift nicht, oder was? So, Moment. Also, der... Na? Hallo? Blöder Stift.
Habe ich noch einen anderen? Hier, du. Mann. So, also, der Rote muss auf D5-6. Der Grüne auf E3-4. Und der Blaue auf B12. So. Das haben wir doch direkt mal jetzt notiert. Now I can reprogram those guard robots. Und dann wollen wir das auch direkt mal tun. Nachdem wir hier wieder meilenweit gelaufen sind. Schön, dass die Tür jetzt auch aufbleibt. Das vereinfacht einiges. Sag mal, wie viele 10 Staubkörner fehlen mir noch? Na, ob ich die noch zusammenkriege in diesem Durchgang? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe bestimmt auch ganz viel übersehen, oder? Warning, SR-01 Robots in Patrol Mode. So, der Rote muss auf D56. Danger, Danger. Der Grüne E3-4 und der Blaue auf B12. SR-01 Robots in Maintenance Mode. It is now safe to enter factory. That should disable the robots. Okay. It looks all clear now. Puh. Why would Uncle Chuck need to make a human-looking robot AI? Also mit Kissen hat das hier jedenfalls nichts mehr zu tun, so wie das aussieht. What was Uncle Chuck doing before he died? Kann ich da irgendwas dran rumspielen? That doesn't seem to work. Ach, Moment mal. Haha, ein Staubkorn. Danke sehr. Vor allen Dingen arbeitet das ja die ganze Zeit noch weiter, ne? Obwohl das ja verschlossen war. Und noch ein Staubkorn. Na, vielleicht kriegen wir sie ja doch noch hin. 8 sind es dann, glaube ich, noch, die fehlen. Hier geht's weiter. Und schon wieder ein Staubkorn. Mensch, hier läuft's jetzt aber richtig. Uncle Chuck was up to something. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. Okay. Ach cool, hier auch mit den Magnetbändern und allem. Top, top Technik hier. Oh, was? A virus? Uncle Chuck must have been trying to cause damage to something. Hier schön die, die Floppy Disks, die wirklich noch floppy waren. Und noch ein Staubkorn. Ausgang. Aha. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, das war die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Ja, ich verstehe. That picture looks familiar. Kind of like Thimbleweed Park without any buildings. I don't want to pick that up. Okay, Trinkbrunnen. Können wir uns erstmal ein bisschen erfrischen? Ah ja, endlich. Okay, bringt uns, glaube ich, nicht wirklich weiter. So, wir haben hier eine tolle Schutztür mit Verschlussmechanismus. It's a foolproof electronic locking mechanism. I don't see a way to open it. Nothing happens. Okay. Da geht's zurück in die Fabrik. Und hier die Tür, ich glaube, ich erinnere mich. It's locked. Das müsste die Bürotür sein, für die wir doch einen Schlüssel gefunden haben. Aha. Also erstmal hier, aha. Und zweitens, da war Uncle doch gerade jemand. Was really creepy. Who was he watching? Ihr habt doch gerade auch da Onkel Chuck gesehen, oder? Please insert terminal boot disk. Ich sollte besser die Diskette finden, okay. I think I've seen this painting somewhere before. Ja, wo?
This painting is firmly nailed to the wall. This painting is firmly nailed to the wall. Ist das ein Hinweis für das Spiel oder eine Anspielung auf einen anderen Titel, die ich gerade nicht einordnen kann? I don't think this glass has been washed. I don't think this glass has been washed. Okay. Ja, cool, ein Piratenhut. Alles ist besser mit Piraten, natürlich. What a great hat. Natürlich. So, und Tagebuch. That looks like Uncle Chuck's journal. Okay. Dann nochmal Stimme ölen. Dann gibt's jetzt bestimmt wieder viel zu lesen. Betrachte Chucks Tagebuch Teil 2. Eintrag 3668. Es ist wahr. Alles ergibt jetzt einen Sinn. Wo ist die Mutter von Dolores? Interessant. Eintrag 5129. Habe noch mehr Zeit im Labor mit der KI und dem Text-Adventure verbracht. Dadurch wurden eine Reihe von Mysterien entschlüsselt. Alle meine Annahmen über sie und die Welt sind absolut korrekt. Eintrag 5200. Noch mehr Forschung, noch tiefer hinunter in den Hasenbau. Seltsame Dinge, die ich vorher nicht beachtete, sind plausibel. Thimbleweed Park hat 80 Einwohner, aber 3000 Leute im Telefonbuch. Das macht alles keinen Sinn, bis ich das Unmögliche akzeptierte. Eintrag 5201. Oh mein Gott, das ist erschreckend. Eintrag 5202. Die KI sagt, es gibt nur einen Weg, aber ich zweifle langsam an ihr. Sagt sie wirklich die Wahrheit? Eintrag 5203. Wir werden beobachtet. Ich werde beobachtet. Die KI ist nicht das, was sie vorgibt. Eintrag 5205. Ich bin jetzt sicher, dass die KI eben keine KI ist, sondern etwas anderes, aus einer anderen Welt. Der Welt, in der auch die Leute aus dem Telefonbuch existieren. Nochmal Eintrag 5205. Ich habe eine kleine Thronröhre geschaffen, die tief unten im Text-Adventure liegt und nicht mit uns vernetzt ist. Sie zählt immer weiter nach oben. Wir werden neu starten. Eintrag 5205 schon wieder? Ich muss noch tiefer. Je tiefer ich bin, desto weniger können sie auf mich sehen. Sie achten nicht darauf, was unten passiert. Sie achten nur auf die Oberfläche. Narren. Nochmal Eintrag 2505. Franklin versucht weiterhin, die Fabrik auf Plüschtiere umzustellen. Das darf nicht passieren. Meine Welt könnte gefunden werden. Ich brauche mehr Energie. Rückweisende Radiowellen könnten das schaffen. Eintrag 5201, also langsam wird's doch hier lächerlich. Franklin ist aus dem Weg. Ich würde mich schlecht fühlen, wenn er mein richtiger Bruder gewesen wäre. Aha. Eintrag 5202. Franklin hat einen ausländischen Investor eingeladen, um die Fabrik für eine Investition anzusehen. Eine Investition. Investition. Das ist doch auch wieder ein Fehler hier. Verzeihung. Um die Fabrik für eine Investition anzusehen. Die KI sagt, wir müssen das aufhalten. Ich weiß nicht, ob ich der KI trauen kann. Vielleicht kann ich, ja. Eintrag 5203. Ich habe einen Plan, um mit dem ausländischen Investor fertig zu werden. Ich setze alles in Bewegung. Ich kann nicht sagen, ob dadurch alles auseinanderfällt oder endlich zusammenkommt. Eintrag 5201. Noch ein Neustart. Ich kann sie nun schon ohne die unvernetzte Röhre spüren. Eintrag 5202. Die Pilotron-Maschine ist fertig. Das Text-Adventure ist perfekt. Sie haben sie nicht bemerkt. Ich kann mich dort verstecken. Aber bevor ich verschwinde, muss ich Dolores einige Hinweise geben. Wenn es irgendjemand herausfinden kann, dann sie. Eintrag 5203. Das muss aufhören. Es gibt nur einen Weg. Es tut mir leid. Unwissenheit macht glücklich. Wäre ich nur unwissend geblieben. Wenn ich Franklin seine Plüschtiere machen lassen hätte, wären wir reich und unwissend. Lebten in... Ich kann nicht darüber nachdenken. Eintrag 5204. Das ist mein letzter Tagebucheintrag. Ich würde mehr sagen, aber Sie könnten das lesen. Ich habe die Hinweise in Thimbleweed Park versteckt. Ich muss sicher sein, dass Sie sie nicht finden.
Sie müssen denken, es sei ihre eigene Idee gewesen. Dolores wird alles verstehen. Bitte, Dolores, sei so schlau, wie ich dich kenne. Lebt wohl. Okay. Okay. Ja, jetzt fällt es mir ein bisschen schwer, das Tagebuch zu kommentieren. Ich überlasse das mal euch in den Kommentaren. Vor allen Dingen diejenigen, ich weiß ja jetzt inzwischen, was ich echt total cool finde, dass das hier ein paar Leute gucken, die das Spiel noch nicht kennen. Und dass sogar ein paar Leute hier gibt, die mit dem ganzen Genre vorher gar nichts anfangen konnten oder es kaum kannten. Das freut mich ganz besonders. Finde ich total cool, wenn Leute dadurch, also durch meinen kleinen Mini-Kanal hier, ein bisschen auf das Genre und auf die Spiele aufmerksam werden. Das freut mich sehr. Ja, was ist hier wohl die Lösung? Also ich finde, da sind jetzt schon einige gute Hinweise drin. Ich halte mich da nochmal ein bisschen zurück. Wir können ja ganz am Ende nochmal drüber sprechen. So, die Frage, die sich jetzt viel eher aufdrängt. Wo ist diese Terminal Boot Disk? Und vielleicht müssen wir auch erstmal diese Tür aufmachen. Gehe ich jetzt? Nee, ich geh mal außen rum. Ach warte, sie wollte ich gar nicht. Ich hatte jetzt was Rabiateres vor. Wo war denn nochmal dieser Nebeneingang? Hier, ne? Nee. Aber hier ist noch ein Staubkorn. Hahaha. Dann fehlen noch drei. Okay. Okay. Wo war denn dieser Nebeneingang? War der hier? Ja. So, hier wollte ich nämlich was ausprobieren. Hahaha. Okay, alle mal in Deckung. Take cover! It's gonna blow! Na? Na toll. Echt jetzt? Ja, es hatte mich kurz. Es hatte... Warte mal. Looks like a strange floppy disk. It says Silbury Hacker Boot Disk on the label. Aha. I don't want to carry this anymore. Ach ja, das war ja in dem Paket noch drin, ne? Ist das die richtige Diskette? It's booting up. Dolores. Oh. Aha. I feared you would come. Uncle Chuck? Where are you? I have uploaded myself into the Pillow Factory's master computer. Pillowtron? You uploaded yourself to Pillowtron? Not just the Pillowtron, but the Pillowtron 3000, TM. And I am now more intelligent and powerful than anyone in the world. The things I know would blow your mind. This is your mind. This is your mind blown. And there is nothing you can do to stop me. The computerized world will bend to my every will. Uncle Chuck, you have lost your mind. No, Dolores, I have gained a mind. A more powerful mind. A mind linked to the fabric of creation. Join me, Dolores, before it's too late. I will not join you, Uncle Chuck. I will find you and stop this insane plan of yours. Let the games begin. Okay. Was heißt das jetzt? Ah, okay. Welcome to Pillowtronic's Master Computer. Passwort? Passwort. Vielleicht Dolores? Natürlich nicht. Pillowtron 1? Nein. Okay, dann brauchen wir jetzt wohl ein Passwort. Und noch drei Staubkörner. Okay, ein sicherer Ort. Ja, vielleicht ist ja hier ein sicherer Ort. Hier ist erst nochmal ein Staubkorn. I'm not going in there. Oh, vielleicht you auch nicht. Will never defeat me.
There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death! Sicherer Tod, Certain Death. Ja, sehr schön. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death! Ja. Aber wie war das denn nochmal? Bitte was? You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, TM. My evil computer-controlled robot arms are too powerful for you. Okay, er will nur einfach nur die Fabrik weiter durchsuchen. Ja, so richtig zufrieden scheint ja Chuck ja nicht zu sein. Wie kann ich denn... I have become one with Pillowtron 3000! Ich habe jetzt auch nicht wirklich was gesehen. Tja. Ich bin mir nicht ganz sicher. You will never defeat me. Sicherer Tod. I have become one with Pillowtron 3000. And you are all doomed. Ja, ja, wir sind alle verdammt. Völlig klar. Ja, ja, doomed. Was möchtest du hier noch? Ach so, hier, du möchtest natürlich das Geheimnis der KI stehlen. Ja. Okay. Hast du denn noch irgendwas Spannendes dabei? Müssen wir wen anrufen? Gibt es eine Fernwartung oder so? You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, TM. I'm not going in there. You are all doomed against the AI power of Pillowtron 3000, TM. Na, okay, das Staubkorn konnten wir doch noch nehmen. My evil computer-controlled robot arm. Was können wir mit ihm eigentlich noch tun? Gar nichts mehr, ins Jenseits flüchten. My hand just passed through the pages. I can't open it. Echt jetzt? My hand just passed through the pages. I can't open it. I have become one with Pillowtron 3000, and you are all doomed. My evil computer-controlled robot. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Das waren ja die SR01. I did it. I reprogrammed those robots. Ja, das war auch sehr gut. I don't think this glass has been washed. Ja, okay, was mit dem Glas ist, weiß ich auch nicht. Der Hut, tja. Help me, please, help me! Ja, okay, Chuck, ich glaube, dir geht's da gar nicht so gut, wie du behauptest. Aber trotzdem bleibt die Frage, was können wir jetzt tun? Was steht denn in deinem Notizbuch noch? Finde Spuren, dass Dad nicht das Feuer verursacht hat. Genau. Und zwei weitere Staubkörner noch. Help me, please, help me! Ja, würde ich ja gerne, aber ich komme hier ja nicht durch. You will never defeat me. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death. Hab ich irgendwas hier noch übersehen? I wonder what Chuck was monitoring. I don't understand computers. I don't understand computers. Okay, das kann nur Dolores tun. Na ja, gut. Okay. Help me, please. Dann würde ich sagen,
machen wir hier an der Stelle für heute Schluss und beim nächsten Mal rätseln wir noch ein bisschen weiter. Und ich hoffe, wir kommen noch auf eine Idee, wie wir das dann ausschalten. Es ist immer ein bisschen komisch, eine Folge aufzuhören, wenn ich so gar keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Aber okay, wir kriegen das hin. Beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um diese Roboterarme. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.